Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mache ich mal was anderes. Ich habe einfach mal Lust gehabt zu basteln und da habe ich so Teebeutel-Verpackungen gemacht, weil ich die nämlich für eine Freundin und einen Freund brauche. Also ich mache meistens etwas, das ich dann auch gleich herschenke. Hier ist das, das sind lauter so Papierreste letztendlich. Ich habe meine kleine Big Shot, mit der sind so kleine Sachen wunderbar auszustanzen, geht ganz schnell. Und dann ein paar Glitzersachen, ein paar Stempel oder einen Stempel und schon ist das Ganze fertig. Hier kann man das dann aufmachen, also man braucht keine extra Schleife oder wie auch immer. Und hier habe ich vier so Behälter, so kleine Einschubtaschen gemacht. Da kann man dann den Tee reintun, vier Stück, und habe das auch so versetzt, dass ich auch die vier wirklich in dieses kleine Teil reinbekomme. So, und dann macht ihr das ganz einfach wieder so zu. Ja, wenn ihr wollt, natürlich macht eine Schleife drumherum. Ich glaube, ich werde das auch noch machen, einfach zum Verschenken. So, hier ist das nächste. Das ist auch ein Rest. Ich habe momentan sehr viel gebastelt und da fallen natürlich Reste an. Und ich mag das nicht, dass ich die ewig rumliegen habe, sondern ich verarbeite die jetzt. Hier auch ein paar Glitzersteine und ja, auch hier wieder ausgestanzt. Und innen habe ich so gestaltet, also letztendlich genauso gemacht vom Aufbau her, aber halt vom anderes Papier. Und da kann man wunderbar, wirklich tolle Sachen machen. Ja, ihr habt die ganzen Daten im Anhang, die habe ich reingestellt, damit ihr das auch wirklich nachmachen könnt. Das ist ganz wichtig, vielleicht habt ihr ein Falzbein. Also ich liebe das und das ist auch ganz toll zum Nachfahren, weil dann werden die Kanten auch wirklich schön. Wenn ihr allerdings so etwas dünneres Papier, wie ich hier genommen habe, das ist ein 15 x 15 cm kleiner Block von Action, dann passt bitte auf beim Falzen. Nur ganz leicht anreißen, dass man weiß, wo man einschlagen muss. Sonst ist das Papier sofort durch, also das reißt ganz schnell. Also vorsichtig sein. Oder ihr nehmt eben ein dickeres Papier. Aber das von Action hat sich gerade so angeboten, weil es einfach von den Farben her auch wunderbar passt. Und mit 15 x 15 könnt ihr eine, vielmehr die zwei Taschen machen. Und das reicht dann. Also braucht ihr praktisch nur zwei so kleine Blättchen und die Reste von dem Papier. Und schon habt ihr die schönste Teebeutelschachtel. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Ansehen, beim Selbermachen, beim Selbstgestalten und über einen Daumen hoch, ein Abo oder einen netten Kommentar von euch freue ich mich immer sehr. Ja, und schon kann's losgehen. Hier habe ich mir meine Materialien vorbereitet, das habe ich alles im Action gekauft, also auch das Papier, das sind die 15 x 15 Bögen auch dabei, wie ihr seht. In verschiedenen Farben gibt es die. Und mein Schmuckpapier. Da habe ich mir zwei Stück vorbereitet in der Breite von 10 x 27. Jetzt geht schon los mit dem Falzen. Ich mache das immer mit meiner Schneidemaschine. Da funktioniert es wunderbar. So, bei 9 cm, bei 10,5 cm, bei 20,5 cm, bei 22, also wir haben immer 1,5 cm dazwischen. So, das nächste. Also nochmal 9 cm. 10,5 cm. 20,5 und 22. Legt es gut an, dass das auch wirklich passt. So, noch nicht wegmachen. Jetzt mache ich meine 15 x 15 Blätter, Vorsicht beim Falzen,
Also ich lege bei 14 cm an, also habe ich auf der anderen Seite, also rechts, dann den Zentimeter. Dann lege ich bei 7 cm an, dann drehe ich das Ganze, lege wieder bei 7 cm an und bei 8 cm. Und das wiederhole ich jetzt viermal. So, fertig gefalzt. Das Schneidebrett lege ich mir auf die Seite und jetzt nehme ich mein Falzbein und falze mir jetzt diese Kanten um. Seht ihr? Ratzfatz geht es. Oh, jetzt bin ich wieder mal aus dem Bild. Oh, wei, oh, wei. Also das nächste Mal wird es besser. Okay, und dann kommt das nächste. Falze ich hier und falze ich dort und auf der anderen Seite genauso, so dass ich den einen Zentimeter Zwischenraum habe. Ich brauche das nämlich, damit ich die Teebeutel auch unterbekomme. Wenn ich da keinen Zwischenraum habe, dann kann natürlich auch nicht viel reinpassen. Für Text ist es gut, aber eben für Teebeutel nicht. So, ich falte mir das Ganze nochmal und gehe mit dem Falzbein nochmal drüber. Es soll sich ja auch bewegen und auch akkurat, macht es wirklich sauber. Ja, und schon wieder aus dem Bild, Entschuldigung. So, okay, jetzt habe ich die fertig. Jetzt falze ich mir meine Schmuckpapiere. Die sind richtig schön, weil die sind von beiden Seiten bedruckt. Einfach nur toll. So, in Blau. Punkte, Streifen, eigentlich sehr fröhlich und angenehm. Also solche Reste könnt ihr wirklich sehr, sehr gut verarbeiten. So, hier habe ich meine Kreisstanze und da stanze ich mir überall so ein Drittel weg, damit ich eben den Teebeutel gut reinschieben und wieder rausnehmen kann. Also es ist einfach sehr, sehr angenehm, dann den Teebeutel rauszunehmen. Da braucht man nicht lang umeinander pfriemeln, bis man den Teebeutel dann rein oder raus bekommt. So, das mache ich jetzt wirklich überall. Und dann geht's auch schon ans Zusammenbauen. Mit dem Kleber klebe ich mir jetzt erstmal die Laschen fest. Da müsst ihr etwas aufpassen, nicht zu viel Kleber nehmen, nicht dass es durchdrückt und dann bekommt ihr die Tasche nicht mehr auf. So, das lasse ich dann auch etwas antrocknen. Das geht relativ schnell, dass das trocken wird. Also da braucht ihr gar nicht so lange warten. So, wunderbar. Supi. Ja, jetzt lege ich mir die große Seite, das große Blatt auf der einen Seite, also auf links, und auf der anderen Seite, das ist der, ja, wo man es zumacht letztendlich, lege ich das Ganze unten an. Ihr seht es, ja, wie soll ich das erklären? Das Deckblatt kommt nach links und da kommt die Tasche nach oben, nehmt aber etwas Abstand, also haltet etwas Abstand zum Rand, sieht immer besser aus. Und dann mache ich das unten auch hin und schon passt es. So, jetzt kommt meine kleine Big Shot
in Einsatz. Die ist richtig gut. Die habe ich noch gar nicht so lange, weil ich habe immer die große. Aber das immer hin und her ziehen ist immer so eine Sache. Die lege ich mir rauf, die bleibt oben auf dem Schreibtisch liegen. Und da kann ich einfach ratzfatz damit arbeiten. Die kleinen Sachen, für das ist sie wunderbar geeignet. Also gut festhalten. Ich habe hier jetzt eine rutschige Unterlage. Ist vielleicht nicht ganz so prickelnd, aber funktioniert auch. Ja. Hier muss ich dann noch die Stanzteile noch rausmachen. Und schon wieder aus dem Bild. Und ihr seht, es hat mir nicht ganz durchgestanzt. Also noch einmal durchkurbeln. Einmal hin und einmal her. Und dann müsste das eigentlich passen. Was auch passt. Es macht zwar etwas Arbeit, dann die ganzen Sachen, also die ganzen ausgestanzten Teile rauszudrücken, aber das geht dann doch relativ zackig. Ich probiere immer noch rum und ja, da habe ich jetzt das mal unterlegt mit dem passenden Papier, habe mir das vorbereitet und ausgeschnitten. Das klebe ich dann auch rauf, habe die Ecken gerundet mit der Schere und habe das oder klebe das dann auf. Wenn ihr Kleber drauf macht, versucht zwar schon sehr gut zu kleben, aber nicht zu viel. Wenn das nämlich nach vorne quillt, ja, es trocknet schon auf, aber so toll ist es dann nicht. Es glänzt immer ganz gern, habe ich die Erfahrung gemacht. So, das nächste zum Ausstanzen. Diesmal so eine Kreisstanze. Jetzt hätte ich mich fast vertan, aber nur fast. Und schon geht's weiter. Also, da muss man, wenn es etwas größer ist, ja, muss man schon sehr genau arbeiten. Ich hätte das eigentlich etwas festkleben können, dann hätte ich nicht so lange gebraucht. Also ein Tipp, klebt die Schablone dann etwas fest. Und dann braucht ihr da nicht so drauf achten, dass es verrutscht oder nicht. Ja, wunderbar, super schön. Jetzt probiere ich noch ein bisschen hin und her. Ja, ich nehme mir zwar immer vor, so und so und so und so soll es aussehen. Das und das möchte ich gern machen, aber unterm ja, Basteln fallen mir immer noch viele andere Sachen ein und schon zack. Sieht es wieder ganz anders aus. Aber ich finde es immer toll. Das ist Kreativität. Ich stanze dann immer auch gleich noch ein paar mehr so Kleinigkeiten aus. Die kann man immer brauchen. Und so Reste sind dafür, ja, wie gesagt, ideal. So, jetzt drucke ich mir mit meinem Stempel für dich darauf. Das ist recht ein netter Stempel, weil dein Herz mit dabei ist. Ich mache auch meine Stempel immer gleich sauber, dann brauche ich mich später nicht drum kümmern. Und dann klebe ich, wie vorhin schon gesagt, das Ausgestanzte auf den Hintergrund. Also gut mit dem Kleber machen, aber nicht zu viel. Ich lege mir das Büchlein jetzt wieder mal ganz flach hin und dann mache ich eine Seite nur mit Kleber voll und versuche das ziemlich mittig aufzukleben. Gut andrücken. So, nochmal mit dem Falzbein drüber gehen, dass die Kanten auch wirklich schön sind. Aber macht nicht zu viel, sonst ruppelt man das Ganze wieder auf. Ja, und schon kann man das zumachen. Aber hier, es ist nicht schlecht, aber mir gefällt es irgendwie letztendlich dann doch nicht so richtig. Also nochmal drüber gehen, Falzbein. So. Aber mir gefällt es nicht. So.
braucht seine Zeit. Und jetzt Owei. Und schon fängt die Benedikta an zu überlegen, was ist da verkehrt, was kann ich denn da anders machen. Und ja, ich hatte vorher schon so eine Art Blüte mal ausgestanzt in Weiß und die mache ich mir jetzt in dem passenden Papier wieder. Also stanze her und dann stanze mal das Ganze wieder aus. So, und nun kommt mein Stempel wieder zum Einsatz für dich. Da stemple ich das nochmal drauf. Ziemlich mittig versuche ich da zu kommen. Ja, schön. Und hier ist eine Kleinigkeit und die klebe ich mir auch gleich fest. Seht ihr, sonst hängt es da so weg. Und das wollte ich nicht. Ich möchte, dass das wirklich dran bleibt. Also festgemacht, festgeklebt. So. Naja, da gefällt mir das nicht unbedingt. Probiert auch immer wieder mal hin und her. Na, Kleber wieder wegmachen. Und sofort mal meinen Stempel wieder sauber machen und auf die Seite legen. Jetzt kommt das weiße Blütenblatt. Und mir gefällt es eigentlich ganz gut, wenn man das so als Unterlage nimmt. Mit meinen kleinen lila Stempelkissen habe ich die Ränder noch etwas geinkt, wie man so schön sagt. Und jetzt probiere ich aus, wie es denn am besten aussehen könnte, würde, wie auch immer. Und suche mir dann praktisch die richtige Position auch für dieses Teil aus. Ja. Und jetzt? Yes, jetzt passt's. Also gut festkleben, das Ganze. Und festdrücken. Wieder nicht zu viel Kleber drauf. So, und jetzt kann ich das mittig auf meine kleine, ja, auf mein kleines Teebüchlein eben festmachen. Wieder nur die eine Seite bekleben, also mit Kleber fest, voll machen, damit ich eben dann das noch auf und zu machen kann. Jetzt nehme ich mir das blaue Büchlein und einen wasserfesten schwarzen Feinliner und umrande und fülle hier noch das Ausgestanzte aus, damit ich da noch ein bisschen mehr Kontrast habe, also wirklich in Schwarz. Und das mache ich da innen und dann gehe dann nochmal außen rum. Dann mache ich das Büchlein zu und mache die andere Kante nochmal und umrande das noch ganz fertig. Weil wenn man dann aufmacht, dann weiß man genau,
wo die Lasche dann sein soll. Okay. Schön. Jetzt muss natürlich noch etwas drauf. Ganz so möchte ich es noch nicht lassen. Es ist noch etwas leer. Und da fällt mir eben Glitzersteine ein. Und beim blauen Teebüchlein darf natürlich auch etwas Glitzer nicht fehlen. Hier im Herzen auch, das habe ich beim anderen auch gemacht. Und dann hier noch eine kleine Blume mit Glitzi und so noch ein paar Kleinigkeiten. Macht nicht zu viel, manchmal ist weniger einfach mehr. Und jetzt viel Spaß beim Ansehen der Details. Tschüss und bis zum nächsten Mal.